So, wir starten jetzt hier, weil ich euch kurz noch erklären möchte, was für Zonen es gibt. Es gibt hier einmal die Tree Zone. Hier oben ist der Zugang, also das Zugangslevel zur Space Zone, die wir hier sehen. Das hier ist Micro Zone. Genau. Das hier ist die... Oh mein Gott, lass mich raten. Ich habe keine Ahnung, ist irgendwas mit Totenkopf, Skull, was weiß ich, irgendwas, Skull Zone oder sowas, was weiß ich. Und es gibt anscheinend zwei Bonus-Level. Anscheinend, was weiß ich. Das hier ist die Mario Zone, ja, sieht man eindeutig. Und hier unten ist die Turtle Zone, der es auch ein Bonus-Level gibt. Gut, hier Minispiel, hier das Schloss, zu dem ich jetzt auch mehr weiß. Ja, Anfangslevel und Zwischenlevel. So, um gleich mal was klarzustellen, ich weiß jetzt, wir sind hier auf einer Insel. Also es ist halt eine Insel und da ist ein Schloss drauf. Und zwar haben wir das gekriegt, nachdem wir Prinzessin Daisy in Super Mario Land 1 gerettet haben. Sie hat es uns geschenkt sozusagen. Ja, was für eine nette Prinzessin. Ja, okay, und dieses Level sind wir irgendwie, also ich weiß nicht, was es ist, Plasma oder so, irgendwas. Eben was Klebriges. Aber es ist auch sehr nützlich. Wir können Dauerspringen machen. Bums. So. Und hier ist Leben. Super. Ich werde hier am Anfang erstmal diesen LP. Ja, was wollte ich jetzt sagen? viel informative Sachen sagen. Ich werde Tipps geben wahrscheinlich. Ich werde auf jeden Fall zu den Bonus-Leveln was sagen, wie man da hinkommt. Und euch... Naja, ich zeige es euch ja eigentlich. Aber nein, gut. Okay. So, dann möchte ich gleich mal erzählen, meine nächsten Projekte, die nach diesem kommen, sofern dieses LP gut ankommt. Auf jeden Fall möchte ich etwas machen, was eigentlich viele als Nachmache bezeichnen werden. Und zwar möchte ich Metroid spielen. Das haben schon verdammt viele gemacht. Ne? Ich werde Metroid 1 spielen. Es wird kein Totally Blind Run. Weil ich es schon mal gespielt habe, vor Jahren mal, und weil ich Zero Mission öfter spiele und Zero Mission eben das Remake von Metroid ist und von den Wegen, wo sich was befindet, sich nicht sehr groß unterscheidet. Von der Grafik unterscheidet sich viel. Und es gibt natürlich auch neue Wege in Zero Mission. Aber es gibt viel, was es in Metroid gibt, auch in Zero Mission. Ja. Da werden viele sagen, du Nachmacher, kopier doch alles. Und oder macht doch alles, was genau dieser andere Let's Player auch gemacht hat. Ich weiß nicht, ob ich einen Namen nennen soll. Oh toll, ja, machen wir mal, ob ich einen Namen nennen soll, wer auch Metroid gemacht hat. Ich sag's jetzt aber, also, das erste, das allererste LP, das war scheiße, das allererste LP vom Funk Royale war, ja, das war Metroid. Ein Blind Run. Und meins wird Half Blind, sag ich jetzt mal. Aber gut. Da werden eben einige sagen, Nachmacher. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Aber ich mach's, weil es mir gefällt, weil ich das Spiel, weil ich die ganze Metroid, ich will die ganze Metroid-Reihe, zumindest die 2D-Teile, möchte ich alle spielen. Weil sie mir alle gefallen. Ich werde 200% Runs machen. Scheiße, das war kacke. Ja, das war noch kacke, weil ich brauch, die Hasenohren. Ja, gut, jetzt habe ich es eben verkackt. Jetzt muss ich es dann nochmal machen. So. Und, ja, gut, ich werde auch Super Metroid spielen. Das wird ein Half-Blind. Ja, so kann man es nennen. Es gibt keine offiziellen Half-Blinds, aber, ja, gut. Ich brauche hier die Karotte nochmal. Scheiße, echt. Ja, gut. Was lässt sich noch erzählen? Es lag schon wieder. So, jetzt lag es nicht mehr. Ja, die Lags, keine Ahnung, woran es liegt. Ich weiß, dass sie behoben werden, wenn ich mal kurz auf die Geschwindigkeitstaste drücke. Aber ob das damit wirklich was zu tun hat... ganz viel drücken, ganz viel drücken, ganz viel drücken, um nicht abzustürzen. So, geschafft. Und ein Leben und ganz viel Münzen, aber ich werde sie jetzt nicht aufsammeln. So. Das Schöne in der Flugform, Hasenform, was weiß ich... Wir können die A-Taste gedrückt halten in diesem Glibberzeug und wir schweben automatisch. Sonst müssen wir nicht andauernd die A-Taste drücken. So, hier, ich drücke die A-Taste, ich hatte sie gedrückt. Wäre ich jetzt irgendwas anderes, müsste ich andauernd A drücken. So, und das Bonus-Level ist dann... Ach, scheiße, Mann.
Scheiße! Ach so ein Kack, ey. So, sorry Leute, ich muss nochmal sterben. Nein, ich werde nicht singen. So. Ich bin echt so ein Scheiß. Ich habe so schlechte Skills. Ich habe gar keine Skills. Ich bin so ein schlechter Spieler, wirklich. So, weiter geht's. Nochmal. Nochmal, alle. Gut. Dann, was wird noch kommen? Mega Man. Das ist auch wieder, wo Leute sagen, Machmacher. Aber Mega Man ist ein sehr viel gespieltes Spiel in der LPA-Szene. Also da könnt ihr jetzt nicht sagen, Nachmacher. Das machen viele, dieses Spiel. Weil viele wissen, dass Leute gerne Leuten zugucken, die dann frustrated werden. Und das ist bei mir dann vor allem ab Metroid der Fall. Das weiß ich. Ich habe es vor 5 Jahren, glaube ich, das letzte Mal gespielt. Es ist ein Frustration-Spiel für mich. Ich kann es nicht anders nennen. Aber gut, es wird... Genau, hier oben ist das Bums-Level. Dazu muss ich zuallererst... Bums, so. Na, ja, so. Bums-Level, danach muss ich dieses Level nochmal komplett machen, was ich natürlich kacke finde. Aber naja, so. Bums-Level. Jetzt gesehen, wie man hinkommt. So, und dann ist hier das allererste Bums-Level für mich in diesem LP-Spiel, wie auch immer, lag. So, jetzt geht's wieder. So, ich kriege die Feuerblume, damit... Ja, so, Bonuslevel, wozu sind die gut? Bonuslevel sind eigentlich dazu gut, Münzen, Monster. Ne? Also, Münzen, Monster, Leben. Weil Monster ist einfach so, wenn man genau auf dem ersten zum Beispiel das 100. Monster besiegt hat. Ne? Dann kriegt man ja einen Stern. Und dann kann man verdammt viele Monster eben killen, weil es im Bonuslevel viele Monster gibt, aber einfache. Ja, so Koopas und Goombas. Das war kacke. Darf ich die auch noch so besiegen, ey? Mann, ja, und Münzen eben wegen Münzen. So, auf dich springe ich drauf und... Ich bin echt verdammt blöd, oder? So, die Münzen werde ich jetzt nicht aufsammeln. Jetzt der. So, Bums, 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 Bums. So. Kriechen. Nein, ich kriege Leben. Schade. So. Ja, das wird lustig. Ach, es ist weg. So ein Scheiß. Nein? Hä? Okay, aber jetzt. Ja, ich war jetzt schweigsam. Sorry, das mache ich nie wieder. Ach, Kacke. Mann. So. So. Und so. Und einfach mal so. Und jetzt so. Und dann... Dadam. So. Und hier kriege ich nochmal ein Leben. Dann habe ich 14. Super, und hier ist schon das Ende. Jetzt müssen wir Level 2 nochmal machen. Level 3 eigentlich. Level 3 nochmal von ganz von vorne machen. Aber da habe ich jetzt auch kein Problem. So, was lässt sich noch so berichten? Oh mein Gott. Ja, erzählen wir doch mal aus meiner Stadt. Die wunderbarste Stadt der Welt. Nein, das ist... Was ist die wunderbarste Stadt der Welt? Tokio. Nein, Tokio ist zu groß. Ein Kurort. Was weiß ich? St. Louis, genau. Superstadt. Toronto. Chicago, was weiß ich.